So, unsere Optimierungsarbeiten gehen weiter. Ich habe schon ein klein bisschen was vorbereitet und jetzt werden wir hier ein bisschen was schaffen, hoffentlich. Komm mit. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Hier ist meine kleine Vorbereitung. Das wird unser Umschlagplatz, so will ich es einfach mal nennen. Ne, hier läuft zum einen unser Katerium und unsere Kohle rein. Und unsere Kohle will ich hier nach unten verlagern. Ebenso wie unser Zulauf für das Nebenlager. Beides wird hier unten reinkommen. Ich habe den Weg bis nach hinten schon mal weitestgehend fertig gebaut. Wir müssen jetzt hier nur noch die Bänder reinlegen und das Ganze anschließen und dann wieder zumachen. Dann wird die Kohle umgeleitet, wenn alles fertig ist. Ne? Das Band geht dann hier rüber. Ne? Kommt von da unten, geht hier rein, läuft hier durch bis zu unserem kleinen Kreuzstück hier. Ne, ab da geht sie dann hier lang. Und hier kommt unser Ausgangsband zum Dings hier. Na, zum Außenlager. So, außerdem will ich da hinten noch eine kleine Eisenstangenproduktion hinsetzen, weil die ja etwas Mangelware sind. Außerdem wird die Kohle dann gleich hier nach außen gelegt. Hier kommen Förderbänder rein und dann werden die hier auch vernünftig versorgt. Ist ja eine feine Sache, ne? So, fangen wir also an. Ich würde sagen, wir legen einfach hier hinten bei der Kohle los. Dafür werde ich mir erstmal das Baumenü etwa noch mal ein bisschen umsetzen. Logistik, dann kommt das hier auf die 1. Wir brauchen jetzt hier unten keinen Strom, weil wir hier ja diese tollen Dinger brauchen. So, wichtig ist dabei immer, die Fundamente müssen schon sitzen. Wenn die noch nicht sitzen, kann man die Bänder nicht legen. Also bereitet es am besten so vor, dass ihr hier einfach nur lang gehen müsst und dann immer feuerfrei. So, das sollte alles relativ zackig gehen. Hier haben wir das Problem, dass wir da nach außen müssen. Gucken, das kriegen wir hier ran. Das heißt nämlich auch, dass wir hier zip, ein höher erstmal hier sein müssen. Reicht hier ein Band? Ja, hier reicht ein Band. Und dann gehen wir einfach nach hier unten runter. Zap. Was wir aber auch machen könnten, das ist glaube ich gar nicht mal dumm. Wir bringen das hier alles mal auf eine Höhe. Wir hauen da einmal ein Fundament ran. Nee, das passt nicht. Wie ist denn hier eine Höhe? So auf jeden Fall schon mal nicht. Aber damit können wir anfangen. Fundament, Fundament, Fundament. Flache Platte, einmal drunter. Na, macht er das? Da ist das Band im Weg, ne? Reißen wir also nochmal ab. So viel zum Thema, ich habe hier mal was vorbereitet am Arsch. Na komm, setz es. Dahin, lass, lass. So. Das brauchen wir jetzt eigentlich nur, damit wir die Höhe hier haben. Das kommt auch nochmal weg. Dann ziehen wir das hier hin und machen hier einfach. Natürlich, wir sind ein zu hoch. Okay, ist aber kein Weltuntergang. So. Und dann sitzt die Wand richtig. Zack, das kommt weg. Und darunter bauen wir einfach nochmal so. Und wenn wir schon dabei sind, können wir das gleiche eigentlich auch auf der Seite machen. Dann sieht das alles ein bisschen sauberer aus. Obwohl, ja doch. Aber hier wollen wir auf die Höhe. Oh. Das klang gar nicht gut, oder? So viel dazu.
So, und du gehst hier lang. So, jetzt müssen wir erstmal nach dem Strom gucken. Haben wir irgendwas Neues angeschlossen? Ich weiß das gar nicht. Ach komm schon, jetzt komme ich hier echt nicht raus. So. Strom, 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 Strom. Wir haben hier nichts abgenommen, oder? Nö, eigentlich nicht. Mal gucken, was uns da jetzt gerade den Strom weggehauen hat. Ob es eine Spannungsspitze war oder irgendwas unterversorgt ist. Es war tatsächlich eine Spitze. Wir hatten hier aber einen Abfall drin. Wir hauen die mal wieder rein. Und wieder eine Spitze. Okay, wir brauchen tatsächlich neue Kohlegeneratoren. Das pfuscht mir jetzt mal richtig schön rein. Was für ein Scheiß. Ich will hier schön meine Sachen verlegen. Was ist das denn? Hä? Deckel drauf. Ich will hier mein Nebenlager anstellen und kümmere mich jetzt wieder um Strom. Das ist doch scheiße. Warum kann das nie so laufen, wie ich mir das vorstelle? So, wir gucken mal ganz schnell nach hier hinten. Wie das Problem denn aussieht. Oh ja, hier wird Kohle nachgeschäffelt. Es fehlt an Kohlen. Gut, hier sind wir hinten wieder voll. Hier sind wir auch wieder voll. Wie sieht es mit euch aus? Ihr rennt am Limit, ne? Jo, überhaupt kein Problem. So, wo zweigen wir das denn ab? Das zweigen wir da ab. Okay. Haben wir Kupfer dabei? Nicht viel. Scheiße. Wir bauen hier mal fix noch eins hin. Dann sollte die Sache eigentlich schon erledigt sein. Wir haben das hier gemacht. So. Dann machen wir hier das auch so. Jo. Bauen wir mal fix noch einen Kohlegenerator. Haben wir dafür genug da? Ja. Das ist ja herrlich. So, gucken, dass das Rohr passt. Das sollte so sein. Jetzt noch die richtige Länge irgendwie hinkriegen und dann wird das schon. Das passt doch nie im Leben, so wie ich mir das vorstelle. So, wichtig ist eigentlich erstmal die Länge nach hinten, dann können wir mal noch umdisponieren. Aber ich glaube, das sieht relativ gut aus. Ne, Stückchen weiter rüber. Wie machen wir das? Oh, sieht man das wieder mal kacke. Jetzt könnte es passen. Und wieder ein zurück. Na gut. Das erste ist das schwerste, ne? Also wieder zu weit hier. So muss er. So. Eins zu weit vorne. Ich krieg eine Macke, ey. So. Stimmt's jetzt? Jetzt sind wir hier. Hier sind wir so ziemlich, hier sind wir kurz über dem Dings und hier sind wir auch kurz über dem Dings. Okay, dann haben wir noch genug für eine Pipeline. Natürlich nicht. Mann, ey, scheiße. So, wo ist das Lager? Hier ist das Lager. Einmal fix runter. Zack. Oh, ein Kupferrohr. Und alles steht. Was eine Scheiße. Mann, ey. Komm her, hier, Kupferrohr. Okay, wie lange laufen können wir? Habe ich das hier gar nicht? Doch, da. Kriege ich hier noch irgendwie einen Stack reingeschummelt? Ja. Kriege ich. Und dann flott wieder nach oben. Ach, warte mal, wir haben noch hier eine Pipeline für, die ich mir sogar markiert habe. Und dann gehen wir einfach da rein.
Aber ohne Strom können wir da natürlich nicht hoch. Ah, verdammte Kacke. Immer das Gleiche bei Müller. So, komm. Natürlich. Das musste so passieren. So, hier hoch. Und dann können wir doch hier noch einfach einen Container hochklettern können, ne? Vergesse ich immer wieder gerne. Meine Güte. So, und dann kommen wir doch bestimmt hier irgendwo hoch. Da hinten. Oh, ein Schneckchen. Kein Platz für ein Schneckchen, schade. Allihep. So, und dann kriegst du erstmal Wasser, und dann kriegst du gleich Kohle und dann wird das schon alles werden. Zack. Und Randa. Dann kannst du schon mal voll laufen. Dann gucken wir hier nochmal, sind die dran am Netz? Die sind dran am Netz, das ist schön. So, hier haben wir einen Verteiler. Übersicht verloren, okay, so. Der hier langläuft. Und einfach hier runter schickt. Dann brauchen wir einen Splitter. Meine Leitlinie, wir haben eine Leitlinie, super gut. Okay, angeblich da. Gucken wir mal. Jo, passt. Dann hier rüber und dann schick mal Kohle ran hier. So, jetzt noch Strom. Wo steht der? Genau da am Ausgang. Okay. So müsste es sein. Und dann immer direkt schräg am Splitter. Und zwar vor dem zweiten im Zweifelsfall. Will man es aber hier. So, du gehst ans Netz. Dann gucken wir mal. Du bist voll, du bist voll. Let's try our best. Huh! Das war knapp. Wir brauchen mehr Strom, Leute. Wir brauchen dringend mehr Strom. Gut. Aber anderes Thema. Andere Folge. Jetzt machen wir weiter unser Zuführsystem. Das hat erstmal Prio. Dass wir das endlich mal ins Rennen kriegen. So. Hier wieder einmal runter. Zack. Dup, 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 dup. So. Dann ist hier unser entschlacktes Zuführsystem. Das finde ich immer noch schön. Könnte man irgendwann vielleicht nochmal anders machen. So, wir waren jetzt gerade hier. Und haben unsere Abzweigung da fertig bekommen. Alles läuft wieder schön. Ich hätte gleich mal nach dem Wasser gucken sollen. Aber es war, glaube ich, einfach nur diese Spitze. So. Dann sind wir hier. Das ist die Zufuhr. Ne, wir waren hier hinten erstmal noch, ne? Ja. Gut, Kohle geht hier rein. Hier kommt der Ablauf. Hier kreuzt sich nichts. Hier können wir einfach so rangehen. So. Und dann hier drunter. Oh ne. Erstmal da lang. Und dann war ich ganz schön doof und habe schon alles vorgestellt. Da muss eh noch eine Wand dran. Das passt. Oh. Das ist ja mal eng. Und falsch verlegt. Und sieht schief aus. Es wird von Mal zu Mal besser. Ja, der sitzt definitiv. Nee, der sitzt genau richtig. Kommen wir da rein? Ja, sehr schön. So, der geht von hier nach da. Und der geht nach da. Wie blöd sieht das aus? Ultra blöd. Dann musst du leider weichen. So. Obwohl, den können wir uns sparen hier. Und ab. Randa. So, dann könnte da theoretisch schon unser Lager rangehen. Dann haben wir das hier tatsächlich schon fertig.
Wände ran und gut ist. Brut. Andersrum. Andersrum. Und so ist dann richtig. Ich sehe es jetzt gerade nicht. So rum soll's. So, hier läuft alles. Dann können wir hier jetzt erstmal abhauen. Oha. Das ist ja alles ganz schön eng hier. So. Dann können hier jetzt komplett Wände ran, wenn ich das richtig sehe. Ja. Machen wir erstmal von der Seite, bis wir hier dicht sind. So. Da noch eins nehmen und dann haben wir hier zu den Karton. Sehr schön. Da fehlt auch noch eine Wand. Scheiße. Autosave. Ja, ich habe eine Weile gebraucht mit dem Vorbereiten. So, das heißt, hier muss noch eine Wand dran. Zack. Können hier auch ein Fundament hin und dann haben wir hoffentlich überall. Nein, hier haben wir auch keine Wand. Okay. Na komm. Fundament dran. Warum kann ich da reingucken? Ach ne, kann ich nicht. Gut. So, Fundament, Fundament. Und alles schön verpackt. Hier so eine Glassteigung wäre noch schön, ne? Zack. Warum liegen die hier falsch rum drauf? Das missfällt mir aber. So. So ist richtig. Sehr schön. So, und dann haben wir die beiden dran. Da läuft die Kohle. Jetzt müssen wir uns einmal hier nach unten abseilen. Zip. Und zuallererst mal die Kohle ranholen. Nee, gar nicht. Wir können jetzt noch nicht weitermachen, denn wir müssen ja hier oben erstmal gucken, wo jetzt die Kohle gebraucht wird. Und die Kohle wird einmal hier gebraucht. Ich stelle es mal hier auf die Wand. Okay, da fehlt auch noch eine Wand. Aber die brauche ich nachher noch, den Platz. So, Förderband Splitter, sehr schön. Kommt von da. Und haut das nach hier raus. Dann muss die Wand einmal weg. Und die tatsächlich auch. Das müssen wir anders machen. Logistik. Nee, Quatsch. Wände. Hier ein Ausgang. Das passt ja mal gar nicht. So passt es aber. So nehmen wir das auch. Und dann klatschen wir da drunter einfach eine normale Wand. Nee, können wir nicht. Das war auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe an der falschen Wand angesnappt. So rum wollen wir es. Genau, und jetzt holen wir uns wieder den Splitter. Das ist kein Splitter. Das ist ein Splitter. Ja. Ah, sehr schön. Und dann gehen wir das hier hoch. Aber das funktioniert natürlich gerade nicht. Also müssen wir jetzt mal irgendwo hier ein Band hinsetzen. Damit der blöde Splitter weiß, wie wir da rankommen. Na, schaffen wir es dagegen zu springen? Ja, super gut. Und jetzt hängen wir hier drin. Scheiße, noch eins. Wie es mache, ich mache es falsch. Egal. So, da den Splitter ran. Dann können wir von hier hinten die Kohle holen. Okay, bis hier. Ist das auf der richtigen Höhe? Ja. Das passt so. Dann bis hier. Da kommt dann nachher der und auf die andere Seite komme ich hier irgendwie hoch. Geil, ich habe einen Weg rein, aber keinen raus. Hui! Hier müssen auch noch Wände ran, ne? Ist klar. Brut. Gucken wir noch, wo der andere Splitter hin muss. Der muss hier hin. Das heißt, das gleiche Spielchen nochmal.
leider nicht so schön mittig. Das ist schade. Aber das ist nun mal so. Zack, eine Wand da drunter. So. Einen Splitter da ran. Was wieder nicht geht, weil wir wieder hier ein Förderbändchen hinbauen müssen. So. Das ist echt ein bisschen scheiße gelöst. Warum kann er nicht einfach ansnappen? Wir drücken gegen. Fertig. So, dann können wir einfach von hier nach da weiterlaufen lassen. Und dann hatten wir dazwischen eine Platte, zwei Platten frei. Bis wir wieder unten sein müssen. Und zack. Und dann ist hier tatsächlich eine falsche Wand. Warum ist hier überhaupt eine Wand? Macht die Wand Sinn? Nein, die Wand macht keinen Sinn. Und dann wollen wir nachher hier rein. Da macht eine Wand Sinn. Und zwar so eine doppelte. Zack. Na, reicht das? Das reicht. Perfekt. So, jetzt will ich natürlich, sobald ich hier die Dinger abnehme, habe ich ein Problem, ne? Da muss ich mir dann gleich mal was überlegen. Aber der Vorteil ist, dass es hier so hoch. Ich kann hier locker drin rumrennen. Das ist total gut. Natürlich passt das nicht. Also gehen wir hier mittig. Und dann sollte es gehen. Und bis nach hinten durch. So, läuft auch in die richtige Richtung. Sehr schön. Dann müssten wir hier unten jetzt eigentlich fertig sein. Das heißt, wir können Wände ranziehen. Und ich musste es nicht mal von außen machen. Total gut. Oh, das war ganz schön weit gerutscht. So, wohin müssen wir? Bis hier. Na komm. Oh, man sieht das wieder hervorragend. Nein, ich will an die Wand ran. Genau. Zack. 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 Und hier einfach weiter. Andersrum. Ne, doch, so rum. So rum. So rum. So rum. So rum. So, habe ich mich gleich eingesperrt. Aber irgendwo habe ich garantiert noch einen Weg raus. Nämlich hier. So. Jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen umkonzipieren. Hier sieht es gut aus, da sieht es scheiße aus. Wie auf den Trichter gekommen ist, keine Ahnung. So. Darf nicht zu lange sein. Dann müssen wir hier lang. Gucken, dass wir hier den richtigen Punkt treffen. Ah, das ist natürlich doof. Aber das kriegen wir hin. So, das Katerium kann da oben weiter. Ne, wir gehen einen höher. Das Katerium kommt nachher einen runter. Das heißt, hier setzen wir auch nochmal einen drauf. Dann kommt das weg. Wir gehen einmal hier aufs Rohr. Scheiße, noch eins. Das kann wieder weg. Na komm. Und dann muss ich nur noch einen Weg nach oben finden. Nehmen wir den hier. Ach komm, was ist denn das für eine Scheiße? Ey, wofür ist da so eine Leiter dran, wenn die nicht funktioniert? Jetzt mal ganz im Ernst. Was für ein absoluter Abfuck, ey. So, und jetzt hier rüber, genau. Jetzt sitze ich wieder hier drin. Ich glaub's nicht. So. Jetzt können wir hier einen Fördermast dran bauen. Einen Förderlift. Gucken, dass wir den auf die richtige Höhe bringen. So. Das sieht gut aus. Wir machen das erstmal. Wie? Das ist tiefer? Ne, hier wollten wir auch hin. Das war ja wieder klar. Aber okay. Halb so wild.
Das war zu hoch. Nochmal bitte. Sind wir ein zu niedrig. Ich hab's auch jedes Mal. Auf Entfernung sieht man das so scheiße. Okay, nee, das ist eine kleine Krümmung. Wie kommt die denn zustande? Die wollen wir da eigentlich nicht haben. Wenn wir das hier schon einmal ordentlich machen, dann machen wir es auch gleich richtig, ne? Haben wir noch Platz? Ja. Sehr schön. Können wir... Ja, können wir auch. Das heißt, wir können... die hier einmal rausnehmen und die Pumpe kriegt dann einmal so Strom. Ach komm schon. Diese ganzen Löcher hier machen es nicht einfacher, ne? Es ist halt alles echt relativ aufwendig. Okay, du hast keinen Strom. Kriegst du einmal zeitweise von da. Und jetzt sind zumindest wieder alle am Netz. Ich muss mich trotzdem ein bisschen beeilen. Denn ansonsten ist hier gleich Tille mit Strom wieder. Ich hätte auch einfach alles ausschalten können für die Zeit, ne? So, komm hoch hier. Ach Mann, ey. Leck mich doch. So. Dann sind wir oben. Dann schnetzeln wir die Kohle jetzt erstmal gleich um hier. Die geht dann schon mal ans Netz. Zack. Ab damit. Was, ernsthaft? Das passt jetzt nicht. Gut, dann kommst du einfach weg. Zack. Was ist das da im Weg? Meine Güte. So, jetzt noch richtig anschließen. Puh, wo lief denn das hin? Hier an die Seite lief das, okay. War ja klar. Huhu. Kriegen wir einen neuen Kaffee? Nee, was zu essen? Ach, meine Frau ist die Beste. Komplimente. Wusste nicht, dass du aufnimmst. Ja, halb so wild. Das passt auch nicht. Wieso sind hier eigentlich zwei Bänder? Ist das nötig? Nee, das ist nicht nötig. Dann kommt hier auch nur so ein einzelnes ran. Dann passt das auch alles. Nee, dahin, genau. Ich glaube, das war nur so eine Designentscheidung hier. Und dann... Zip. Zip. Sehr schön. So, dann... Falsche Nummer. So. Und nochmal so einen da drauf, bitte. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Nee. Ja, das ist halt so. Okay. Damit läuft die Kohle dann schon mal hier lang. Zip. Rödel, 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 rödel. Das war so abzusehen. So, haben wir wenigstens hier getroffen? Hier haben wir getroffen. Sehr schön. Kein Freiraum. Wieso nicht? Was ist denn da im Weg? Ist da nicht eine Pumpe? Natürlich eine Pumpe. Ich kotze im Strahl. Das ist doch höchstens ein Mühe, oder was? Hm. Gut, kümmern wir uns erstmal um das Problem. Das ist einfacher zu lösen. Einmal weg und ein weiter rüber. Dann stehen wir direkt da drauf. So, einmal hier raufhüpfen. Okay, ein weiter. So. Nee, das ist ja Quatsch. Wie? Einer ist zu hoch und einer ist zu niedrig?
Egal, Hauptsache das passt. So. Gucken wir mal, ob wir es wieder anschmeißen können. Ja, klar, hier viel Kohle. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ist aber nicht so schlimm tatsächlich. Es ist eine Höhe, ja. So, dann können wir hier jetzt das Katerium umlegen. Zip, zip, zip. Das kommt weg und das kommt weg. Du kannst darüber laufen. Dann gucken wir einmal, wie du das hier... Hä? Gut. Das kommt tatsächlich. Dann aber falsch. Das kommt weg und... Sonst teilt sich das hier nämlich gleich falsch auf. Und du kommst dann... da oben hin. So, die Kohle kommt von ganz woanders. Ach, jetzt sehe ich gerade, ich brauche ja auch nur noch einen Zugang, dadurch, dass ich die Kohle reingelegt habe. Ne? Das ist natürlich eine feine Sache. Da brauche ich aber zwei. So, Wände. Da brauchen wir jetzt so eine. Richtig rum? Ne. Nochmal bitte. Zack. Und jetzt aber. So, das Problem haben wir gelöst. Das heißt, da oben der ganze Schnall. Moment, wie viel habe ich im Moment da? Okay, Katerium kann ich noch ein Stack mitnehmen. Dann bauen wir den Schnaller da oben erstmal ab. Zack. Dass mir der Strom jetzt hier so uns dazwischen hämmert, ne? Das ist ein bisschen doof. So. Nee, du bleibst. Du kommst weg und du kommst weg. So, dann hat sich das mit dem Katerium schon mal erledigt. So, ist auch immer wieder geil, dass die Förderbänder weiterlaufen, während alles andere stillsteht. Die laufen mit Luft und Liebe. Ich habe das immer gewusst. So. Du hingegen kannst jetzt ein Flatter. Ho, meine Güte. So. So müsste hinkommen. Dann gehst du daran. Ja, Hauptsache das passt damit. Da kann ich jetzt erstmal nichts gegen tun. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass diese Dreckspumpe tatsächlich ein Stückchen im Weg ist. Und da jetzt was rumliegt. Na egal, wir bringen erstmal da ein Förderband dran. Zu flach. Hier liegen schon wieder endlose Kisten rum. Jetzt garantiert zu hoch. Ne, passt. Sehr schön. So, dann müssen wir wieder einmal Müll wegschmeißen. Das weg, das weg, das weg. Noch irgendwas weg. Wir schaffen erstmal generell Platz. Dann haben wir hier einen schönen Stapel. So, jetzt heben wir das hier erstmal auf. Und hauen hier... Na, wo waren die denn noch? Ich weiß, da. Wasserextraktor. Und gucken, dass wir hier irgendwie wieder einen hinkriegen. Die waren hier eigentlich eng an eng gebaut, ne? Ha. Wird auch gelacht. So. Pipeline dran. Kriegst du nochmal wieder Strömung, von wo auch immer her. Nimm den. So, dann läuft unser Wasser wieder. Unser Strom könnte jetzt auch wieder halbwegs laufen.
Hier irgendwie eine Rampe. Hier wäre echt geil, ne? Dass ich hier vernünftig langkomme. So. Hoch. Sagt die Zeit. Wir haben noch Zeit. Die Zeit sagt, wir haben Zeit. Ist das nicht schön? So, dann versuchen wir den ganzen Spaß nochmal wieder anzustöpseln. Das Loch lassen wir erstmal. Oh, es läuft schon wieder alles. Wie kommt das denn? Ich habe doch den Generator gar nicht wieder angeworfen. Und wieso bist du eigentlich nicht am Netz? Das ist ja dumm, 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 dumm. Das ist ja sehr dumm. Ein Kuddelmuddel hier. Ich baue hier erstmal neue. So, Strommast Mark 2 und dann tut es das auch. Muss ich hier nur irgendwie hinkriegen. So. Rüsten wir den hier einmal auf. Gehen hier rüber. Wieso stehst du hier so Villa-Kunterbund-mäßig? Machen wir noch einen Mark 2 hin. Der nach da geht. So, und wo lieferst du jetzt? Du machst die Pumpen. Ne, du machst da den Mast. Wenn wir da einen Mast haben, wieso können wir hier... Achso, weil hier die Dings sind. Okay. Gut. Du machst wirklich nur Pumpen. So, die Pumpe und welche machst du noch? Aber noch zwei dran. Die nicht. Woher kriegst du den Strom? Du kriegst von da. Du von da. Von wo kriegst du? Achso, du kriegst von da. Dann rüsten wir dich einmal auf. Dann gibst du dem da auch noch. Dann haben theoretisch alle Strom. So, du kriegst dein... Ja, das ist ja eine Antenne. So. Dann gehen wir an den. Dann haben wir den erstmal rausgenommen. Sehr schön. So, du hast Strom und du auch und du auch. Okay. Dann kriegst du jetzt noch einen Anschluss und du auch. Und dann läuft wieder alles. Schön! Wenn mal eine Sache funktioniert. So. Zack. Ja, natürlich gleich falsch rum. Das schöne Fundament. So. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal alles dran. Da fehlt noch ein Fundament. Das auch wieder falsch rum ist. Ich hasse es. So. Hier ist dann entsprechend alles soweit fertig. Ach nee, doch. Das liegt auch schon drin. So. Das können wir nachher erstmal schreddern. Womit wir hier angelangt wären. Hier läuft nichts weiter. Schön. So, dann haben wir hier, wenn ich mich nicht irre, Caterium. Gut, dass wir so viel Turbodraht in der Hinterhand haben. Und hier kommt jetzt die Kohle her. So, da machen wir erstmal so. Dann bauen wir da unten vor allem erstmal Fundamente hin. So. Das Ding kriegt da seinen Zulauf. Oh, das ist gar nicht die Kohle. Die Kohle ist auf der Seite. Das erleichtert die ganze Sache ungemein. So. Ist da überhaupt eine Rampe? Das ist gar keine Rampe. Das sah aus, als wäre das, wird das bergauf gehen. So. Und dann läuft die Kohle da auch wieder rüber. Schön, schön, schön. So. Das, was laufen sollte, läuft wieder. Jetzt sind wir bei dem Problem, dass wir von hier hinten schwupp noch unsere Dings holen. Unseren Zulauf. So.
Das heißt, wir reißen hier erstmal sämtliche Fundamente weg. Zip. Zip. Und hier haben wir ja schon angefangen, unterirdisch zu verlegen. Zack, und dann brauchen wir nur bis hier gehen. Lass mich raten, ich kann keinen. Was? Achso, das lag da noch. Das ist ja auch schön. So, das heißt, wir kloppen da jetzt unten Fundamente hin. Ne, habt ihr das auch gleich mal gesehen, wie das gemacht wird? Oder nochmal gesehen? Ich glaube, ich hatte es schon mal im Programm. So, dann sind wir auf jeden Fall schon mal hier. Dann können wir doch eigentlich... Ah, das ist ein Problem. Obwohl eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Wir können hier einfach weiter durchgehen. Oder? Denke ich jetzt falsch? Würde mich auch nicht wundern. Also von daher... Hier können wir einfach ein Tor machen, oder? Guck mal, wir nehmen einfach hier Wände. Und dann kommt... Hier das Ding hin. Und dann bauen wir... Moment. Ich muss mal was ausprobieren. Das sitzt ja richtig. Sehr schön. Dann ist das zwar im Weg, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Denn wir setzen da jetzt einfach... Den hier ran? Ne. Den hier ran. Und schon sieht das keiner mehr. Und hier ist nachher eh dicht. Ist hier dicht? Nee, ist nicht dicht. Doch. Jetzt ziehe ich eine Wand lang. Oder? Hm. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Hier komme ich ja gar nicht zu Rande. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Rampe verlängern. Und das will ich eigentlich nicht. Ich wollte den Platz schon irgendwie erhalten. Ja, ihr werdet euch ja mal freuen. Ihr kriegt Kumpels. Oha, hier wird es aber auch schon eng. So, dann müssen wir hier erstmal Fundament draufsetzen nochmal. Damit wir das Gras nicht so sehen. Denn das sieht sonst absolut scheiße aus. Und wir müssen sogar noch ein höher. Und ich muss dringend mehr Strom machen. Meine Fresse. Das geht ja so nicht weiter. So, ich glaube, ich störe mich einfach nicht weiter dran. Ich werde hier... Nachher Dings wird hier einfach durchziehen. So, jetzt brauchen wir erstmal Platz, dass wir hier neben bauen können. Ja, bis hier reicht tatsächlich. Glaube ich. Hoffe ich. Wünsche ich. Habe ich hier schon lang gelegt? Ne, habe ich noch nicht. Ich habe ja auch noch kein abführendes Band, ne? Also, hier schon vorbereitet, aber soweit noch nicht fertig. So. Von hier kommt es, das heißt, es läuft innen lang. Dann machen wir es da hinten auf. Ist wie so ein chirurgischer Angriff, ey. Voll gut. So. Das geht bis hier. Und theoretisch wäre da unten tatsächlich Platz für noch ein Band. Kommt ja auch voll gut, oder? Ich sehe nicht, was da mittig ist. Ich hoffe einfach mal, es ist so mittig. So, jetzt, ach nee, jetzt müssen wir erstmal hier Deckel draufsetzen. Und dann nehmen wir wieder die guten alten Glasfundamente. Gleich richtig, herrlich. So. Zack, zack, zack. Zack. Ach, das ist der Kater. Ich dachte, meine Frau kommt gerade hoch. So. Dann legen wir hier das Band dran. Hier läuft dann auch nur noch eins lang.
Und ab geht's nach hinten. Und weiter rüber. Wir müssten eigentlich bis hier kommen. Förderband zu lang. Wie kann das denn sein? Achso, wir noch inzwischen haben. Okay. Zack. Dann bis hier. Und verzogen. Scheiße. Ich will mich immer mit STRG ducken. Irgendwie habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, dass das nicht so ist. Und ich war auch noch zu faul, um mir das umzulegen. So, jetzt müsste es passen. So. Dann, ich könnte hier auch eigentlich Wände ran machen. Sodass die hier gänzlich hinter verschwinden. Das wäre auch cool. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Ah, hier gehen die noch hoch und hier ist mein Verschlag. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Ist doch schon wieder schief. Was geht denn hier ab? Komm her. So sollst du. So, und hier werden wir dann erstmal so lang gehen. Hier raus. Na komm. Ah, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter. Wo ist der Verschlag? Hier ist er. Verlängern wir das Ganze mal einmal. Oh, perfekt. Genau bei dem Loch. Das ist ja geil. Das ist ja richtig gut. Das heißt nämlich, das hingegen ist nicht so gut, was ich hier sehe. Oh, hier kommen wir ganz schlecht lang. Hier ist Klippe. Nee, dann machen wir das nicht. Jetzt sind da wieder Fundamente hin. Das macht ja keinen Sinn. Dann müssen wir. Das macht sich hier überall ein bisschen doof, ne? So sauber, wie ich das gern gehabt hätte, kriege ich das hier gar nicht lang. So, da geht's rein. Dann geht's hier rüber. Könnte ich das erstmal hier lang ziehen? Und dann dahin führen. Ich könnte das hier drunter eigentlich schön lang kommen lassen. Gucken wir mal. Ist da genug Platz? Ah, nicht wirklich. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch gehandelt. Einmal alles weg hier. Dann sind wir hier auf der richtigen Höhe. Warum bist du da? Du machst überhaupt keinen Sinn. So. Dann müssen wir da lang. Den schreddern wir einmal weg hier. Na komm. Das war's mit Treibstoff. Scheiße. Ich hab doch garantiert. Oh, hier liegt Eisenerz. Warum auch immer. Kann ich nicht irgendwie. Doch. Ein bisschen Biomasse kann ich herstellen. So. Und daraus machen wir einmal fix Treibstoff. Ja, wo haben wir denn? Feststell Biotreibstoff. Zack. Da ist er wieder. Noch 10 Minuten, das schaffen wir noch. Wir kriegen das blöde Lager heute noch angeschlossen. Aber nicht, wenn ich hier so viel Zeit vertrödel. So, weiter. Den Scheiß hier weg. Hau ab. So, und dann machen wir hier schon. Also erstmal nehmen wir die Scheiß weg. So, dann gehen wir, glaube ich, gleich bis hier hoch. Hier verkleiden wir nachher mit Wänden. Weil das sonst absolut scheiße aussieht.
So. Und hier muss ich mir jetzt was überlegen. Wir müssen relativ steil gehen. Und weiter als so dürfen wir aber nicht. Und hier müssten wir theoretisch erstmal... Das ist doch schon wieder Kotze hier. So, und ist hier absolut keine Luft mehr. Scheiße. Ich komme hier nicht schön rein. Wie muck wie das? Ich müsste hier dann schon... Obwohl, ich kann doch einfach... Was spricht denn dagegen, das so zu machen? Dass es hier einfach weiterläuft. Den Weg benutzt eh kein Schwein. Ja, das mache ich. Tut hier einmal eine Wand hin. Zack. Dann kommt das nämlich von unten. Aber nicht schon da. Die müssen noch einmal weg. Sondern hier. Da geht es einheitlich hoch. Da flacht es ab. Ich kann da auch ein größerer hin. Was sind denn die hier, oder? Ich sag mal. So, das weg. Ja, das passt schon irgendwie. Auf eine ganz komische, verschrobene Art, aber es passt. Boah, ich hab noch eine Idee. Moment. Ich könnte das ja einfach ein bisschen ziehen. Hier geht es sicher nicht. Ne, da sieht man schon Gras. Ach Mann, ey. Kackgras, ey. Das nervt mich. Das ist immer nur ein Flatter. So, dann können wir hier ein Tor ranbauen. Na, was? Ne, das ist eine Tür. Die wollte ich. Das ist zu hoch. Ein drunter bitte. Wo sitzt der denn gerade an? Hä? Was ist denn das gerade für ein Fixpunkt? So, ich muss einen tiefer. Ja, genau da. Passt das? Ne, es passt nicht. Der da drauf. Ja, das ist dann halt so. Und dann machen wir da einfach mal. Ja, wenn es schon komisch ist, dann machen wir es richtig komisch. Zack. Machen wir hier einen Schaubereich. So. Dann trennen wir das hier hinten so ein bisschen ab. Das ist dann halt mal so. Ja, damit kann ich leben. So, könnt ihr bitte... Danke. Ne, das sieht ja mal scheiße aus. Wie sieht das aus, wenn wir die drehen? Zack. Ich glaube, das gefällt mir besser. Ja. Definitiv. So. Dann haben wir das hier so. Ja, das ist doch okay. Und hier machen wir Wand dran. So rum und... Na komm. So rum. Und hier setzen wir dann so ein schickes Fundament hier. Na, wo sind sie? Da sind sie. Ne, so nicht. Das ist ja Tinnef.
Ja, komm. Nee, so ist ja blöd. Was habe ich mir da jetzt gerade gedacht? Ach komm, Glas drüber und fertig ist. So. Glas, Glas, Glas. Glas, Glas, bis hier. So. Dann sind wir schon mal hier. Dann gehen wir hier weiter drunter durch. Meine Güte, was ein Gefrickel. Zack. Nee, das sieht doof. Oh, das war fast verkehrt. Wir bleiben hier außen. Gehen hier. Und zu weit. So stimmt's. So. Das Hammer. Das Ding ist noch falsch rum. So soll's. Jetzt haben wir es doch tatsächlich fast angeschlossen. Hier muss man ein bisschen uncool rumrennen, aber meine Güte. Manchmal ist das so. Hier kann ich doch aber wirklich so machen. So eine Eckrampe. Tada! Komm ich jetzt noch irgendwie raus? Jetzt schon. So, das wieder weg. Na, so geht das doch klar. So. Und dann ist das hier einfach ein höher. Perfekt. Herrlich. Ne, jetzt sind wir hier alles gleich noch einen hoch. Können wir eigentlich gleich machen. So, da das Fundament hin. Da auch. Und da machen wir eine Rampe. Zack. Nee, das ist... Das ist dumm, 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 dumm. Denn doch lieber einmal Glas dahin. Warum sah das jetzt so komisch aus? Ich bin verwirrt. Müsste doch gehen. Ja, geht auch. Fein, 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 fein. So, dann kann man hier immer noch gut langlaufen. Und hier können wir jetzt einfach weiter unsere Fundamente ziehen. So, dann sind wir zumindest schon mal bis hier. Jetzt müssen wir hier allerdings höher. Und zwar wieder relativ steil höher. Das ist, gefällt mir schon mal wieder nicht. Sieht man da schon was durch? Nee, sehr schön. Mit etwas Glück kommen wir relativ weit. So weit dürfen wir schon nicht mehr. Das muss weg. So, und das ist Kotzgrenze. Höher können wir erstmal nicht. Aber das geht alles noch. So, haben wir hier drin schon alles angeschlossen? Natürlich nicht. Clever, Markus, clever. Ab rein da. Zack, bis hier. Und dann geht's hier weiter. Bis hier. Und bis hier. Jetzt sind wir fast da. Das ist ja nicht mehr so weit. Oh, das ist weniger steil, als ich dachte. Das fetzt ja von der Mark. So, was setzen wir denn da für Gefälle hin? Gucken wir mal. Da kriegen wir auf jeden Fall eine Wand dran, das ist gut. Machen wir sowas, oder? Ja, das passt. Nee, das passt nicht so richtig. Gehen wir mal so weiter. Dann haben wir ja noch diese schönen Teile hier weiterhin. Und
des kalendarischen Anfang. Wir gucken mal gerade. So. Das ist okay. So ein daneben. Und dann bis hier. Na, aber wie geleckt. Super gut. Zack, und dann passt das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich meine, wir sind jetzt hier schon unterirdisch und ich müsste das hier eigentlich... Nö, das hier muss weg, ne? Zack. Zack, zack. So. Da kommen die Glass Foundations hin. So. Ach, einer falsch rum. Ach komm, dieses Gefrickel jedes Mal. So, so, so. Zack. Und hier oben kommt dann. So, so und so. Schön. Alles hier, alles hier, alles hier. Dann bis hier, dann bis hier. Und hier machen wir ein Tor hin. Machen wir dieses zweiseitige. Na. Komm, setz es da drunter. So. Dann. So eins da noch hin. Und dann haben wir das doch schon fast. Mach doch hier keine Schere rein zum Ende hin. Na lass. Ach komm. Das ist doch scheiße jetzt. Zack. Zack. Ah, schwere Geburt. Und damit ist das Förderband tatsächlich bis hinten zum Nebenlager. Super gut. So, dass wir hier jetzt einen doppelten Weg haben, ist ein bisschen assi, ne? Weil eigentlich ist hier unten ja noch so eine Produktionsecke. Und das werde ich, glaube ich, auch noch machen. Ich werde hier unten, glaube ich, einfach... Ach, scheiße, ich bin ein Idiot. Die eigenen Maßgaben nicht gehalten. Erst... das Dach drauf. Ach, scheiße, ich lasse das so. Ziehe jetzt Wände rum und dann ist gut. Zack. Mach's halt so. Ist nach oben hin immer noch ein bisschen Platz, ne? So, Dina wieder ran. Soweit wir kommen. Das missfällt mir jetzt hier alles irgendwie. Also ich kann hier reinlaufen und will hier auch weiter reinlaufen können. Wie Muckwidis. Ich will den nicht weiter ausbauen. Dieses Frickelmittel sieht hier unten irgendwie auch scheiße aus. Ich muss hier halt nochmal eine Steigung ran. Hilft ja nichts. Machen wir gleich so eine. Und dann müssten wir auch fast hoch genug sein. So ist richtig. Sehr schön. So. So. Dann lassen wir das da so durchlaufen. Und jetzt brauchen wir Wände. Zack.
irgendwie ist das ja. Naja, geht schon. Ey. Nicht mal so, mal so. Was ist denn hier los? So. 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 Und so. Da kommen dann schon wieder keine mehr. Du kommst weg. Dann hier weiter. Das ist ja irgendwie absolut scheiße, ne? Na egal. Zack, zack. So. Machen wir es so. Hier unten ist halt so eine Sache für sich, ne? So, dann komme ich hier sogar noch rein. Herrlich. So. Muss hier aber außen rüber. Damit wir hier weitermachen können. So, so. Und die da oben hätte ich schon gar nicht mehr gebraucht. Ach komm. So. Sagt die Uhr. Uhr sagt, wir sind schon wieder drüber. Macht aber nichts. Ach doch, hier müssen wir. Und dann machen wir hier einfach eine Scheibe vor. Und dann sieht man den Scheiß auch nicht mehr. So. Kann man hier unten immer noch reinrennen. Das ist herrlich. Klatschen wir hier auch noch Wände ran. Na komm. Hops. Und hops. Machen wir die Hütte einmal dicht. Zack. So. Und 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 dann klatschen wir da oben noch ein Dach auf. Na, passt das irgendwie? Na komm. Durchs Loch durch. Durchs Loch durch. Komm. Ja. Unglaublich. Da hat es geklappt. Kriegen wir es hier auch hin? Kriegen wir es hier auch hin? Na. Komm. Na, siehst du wohl. Und dann haben wir hier unsere kleine Verteilerstation. Wo noch Strom durchgelegt werden muss. Aber das machen wir heute nicht mehr. Damit ist dann auch unser Lager angeschlossen. Zumindest theopraktisch. Oh. Da muss noch eine Wand ran. Das ist ja kacke. Na gut, ist halt so. Alles schön verfugt. Hier hinten fehlt, glaube ich, noch was. Genau, hier müssen wir noch wieder dicht machen. Vor allem brauchen wir hier Wände. Also hier würde ich halt auch gern dicht haben, ne? Aber da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Ach, hier fehlen komplett Wände. Na, hubala. Können wir hier irgendwo eine setzen? Nee. 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 Kriegen wir nirgends eine Wand dran? Immer nur auf der falschen Höhe. Shit. Auch das falsche Band weggenommen. Wo ist denn hier mal ein Stück frei? Hier. Auch nicht ganz. Hier. Und ich nehme schon wieder die falsche Wand weg. Jetzt mal hier echt nur noch Blödsinn. Nicht genug Freiraum. Ja, weil das Band da ist. Logo. Das nochmal fix rein. Nee, erst die Decke. Richtig rum. Sehr gut. Dann darüber. Dann Wände. So. Und so. Und dann kann die weg. Und dann setzen wir fix die Bänder wieder ran. Ja, ich
glaube, hier muss ich weiter. Ja. Gut, irgendwo habe ich dann noch ein Band weggenommen. Wo war das? Nein, mich vertan. Okay. Gut. Mit dem warmen Rechner zwischen den Füßen ist das irgendwie ganz schön pissewarm. So, so. Alles schön dicht machen. Zack. Zack, zack. So viel Aufwand für so viel Kleinigkeiten. Für so eine Kleinigkeit eigentlich. So. Und dann können wir hier wieder Fundamente langlegen. Was war das denn? Zack, 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 zack. So, dann brauchen wir hier auch noch Wände. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. So, da. Zip. Einmal alles wegnehmen. Damit wir da auch langkommen. Zack, zack. So viele Kleinigkeiten immer, ne? So. Na, kriegen wir das hier alles noch wieder voll? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, ich werde gleich noch mal kurz Beton holen müssen. Aber halb so wild. Wir sind ja gerade eh am Lager, von daher. Gibt's da wahrlich Schlimmeres? Und da kommt aber eine andere Wand hin, weil das das Lagerhäuschen ist. Und von hier drüben sieht man eh nichts, da ist es auch wurscht. Gott. Dann holen wir gleich nochmal Beton. Und dann ist Feierabend für heute. War auch wieder mal mehr als genug. Meine Güte. Zack. Mach mal voll hier. Den hier rein. Es zeigen sich auch immer wieder echt viele kleine Schwierigkeiten. Ne? Das ist unglaublich. So. So. Und da dann auch bitte noch. Wände. Zack. Und zack. Und hier dann natürlich auch. Na komm. Na, kommen wir hier durch? Ja. So, wie machen wir das jetzt hier? So nicht. So viel steht fest. Ist ja wieder ganz schlecht. Das sieht dann nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Quatsch. So. So stelle ich mir das schon eher vor. Ja, so passt das. Herrlich. Hier nochmal eine Wand hin. Komm. So. Da wieder das richtige Fundament. Zap, zap. Sag nicht, passt nicht. Dann hau ich dich. Ach, Logo passt das nicht. Wo sind sie? Da. Nicht genug Freiraum. So passt's. Zack. Zack. Und eigentlich wäre hier noch so eine. Moment mal. Hm.
Nicht genug Freiraum ist da im Weg. Wahrscheinlich das Rohr. Es wäre echt schön, wenn es ein bisschen angezeigt würde. Versuchen wir es mal. Wahrscheinlich ist es das Rohr. Ja. Zack, kriegen wir das jetzt wieder hier lang gezogen. Ja, sehr schön. Dann nach hier und dann nach da. So. Und hier können wir leider keine Wand hinziehen. Aber wir können wieder den hier eigentlich machen, oder? Oder fickt uns da die Kollisionsabfrage? Ja, tut sie. Macht ja auch nur Sinn, dass sie das tut. Okay, da überlege ich mir nochmal was. Das ginge. Das mache ich auch. Hier auch weg. Und dann haben wir ja noch die hier. Achso, nee, das ist kacke. Ach, das ist ja auch der falsche. Den da. Und dann. Nee, das ist ja Blödsinn. Kriegt das irgendwie geschissen? Ist aber auch ein komischer Winkel. Ich will Feierabend machen. Spiel. Ich stelle mich hier nicht vor so eine Probleme. Rödel, rödel, rödel. So, das passt irgendwie. So, jetzt gucken wir nochmal. Das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie. So, was haben wir hier jetzt? Ah, so passt's. Dann nehmen wir den weg. Und dann nehmen wir den hier. Nee. Den hier. Ja, klingt komisch, ist aber so. Das ist interessant. Ja, natürlich nicht. Ob ich das jetzt besser finde, weiß ich nicht. Mache ich mir beim nächsten Mal Gedanken drum. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wir sind jetzt auf jeden Fall so weit, dass wir alles angeschlossen haben. Wir haben, glaube ich, ist gerade der Strom aus, kann das sein? Komm mal her hier. Jetzt läuft er erstmal wieder. Nächste Folge werden wir uns ein bisschen an Strom machen müssen, beziehungsweise das Lager auch anschließen müssen. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Leuchtest du blau? Nee. Ist jetzt wieder Strom aus? Nee. Das ist ja... Okay, läuft aber erstmal wieder alles. Das ist schön. So. Genau, nächstes Mal brauchen wir auf jeden Fall Strom. So geht es nicht weiter. Dieses An und Aus. Und wir müssen ja auch irgendwie mal ein bisschen vorankommen, denn demnächst wieder. So. Und wir werden natürlich hier das Lager auch anschließen. Wäre ja blöd, wenn wir das alles hier haben. Und dann ist da nichts von dran, ne? Das ist ja ein bisschen tinnif. So. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und Einhorn-Tasse. Beste. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.